Leichenschmaus fällt aus. Ihr könnt nach Hause gehen. Was? Was für eine Familie. Du musst sofort zum Bahnhof Lichtenberg. Opa will in die Ukraine fahren. Rede mit ihm. Was machst du da, verdammt? Du kannst nicht in die Ukraine fahren. Anscheinend schon. Scheiße. Karte? Wir fahren in die Walachei und das findest du gut. Er ist nicht alleine, das finde ich gut. Wieso, ihr fahrt nach Kiew? Frag meinen Großvater. Ich suche eine Person. Wahrscheinlich was mit dem Krieg zu tun. Du hast nie geredet. Weil du es nicht verstehst. Ein Niemand, der nichts auf die Reihe kriegt. Und was kriegst du auf die Reihe? Du hast die Menschen, die du eigentlich lieben solltest. Ich bin Ukrainer und ich bin Russe. Man kann beides sein. Sind viele in der Ukraine aber anders. Слава Україні! Говориш, як отець, а? Ich muss mich für eine Seite entscheiden, sagt er. Ich habe nur meine Tochter in ein Kriegsgebiet geschickt. Ich habe jeden Tag meines ganzen Lebens daran gedacht. Er sucht eine Frau, die er geliebt hat. Ich will wissen, warum wir sind, wie wir sind. Fast da. Ich habe jetzt einen alten Bauernhof geerbt in so einem kleinen Kuhdorf in Bayern. Und wir wollen da jetzt ein Therapiezentrum aufbauen. In Bayern? Seid ihr bekloppt? Wen willst du denn da therapieren? Franz Josef Strauß oder was? Das ist jetzt die Lilly aus Berlin, wohnt auf dem Huberhof. Habt ihr das Zindel am Huberhof schon gesehen? Das ist ein Teufelsanbeter. Die Lebensform von die Zukunft ist die Kommune. Eine Kommune ist wie eine große Familie. Das darf ja mal nicht wahr sein. Naja, du musst da nicht hinschauen. Ja, ich hab gehört, dass Terroristen sind von der ARF. Guck mal, Lilly, das ist doch sie da. Quatsch, du kannst doch vor den Leuten nicht so einen Mist erzählen. Nachher glauben die das noch. Vorsicht, Schusswaffen! Wunderschönen guten Tag, die Damen. Wir haben gesagt, wir essen keine tote Tiere und du versteckst Würschel im Keller, ja? Du gibst das jetzt zu. Was sollte das denn? Das war Rudi, unser Postbote. Wir haben gerade miteinander geschlafen. Und ich? Du bist auch nicht schlecht im Bett. Erst neulich hattest du einen multiplen Orgasmus. Hab ich immer. Das glaube ich nicht. Wir sind ins Internat und sie geht mit diesem Therapeuten Oberarsch nach Amerika. Du willst uns loswerden, du willst uns abschieben. Nein, Lilly. Lena, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Jetzt lang, wir müssen jetzt was unternehmen. Kinder, die kann so echt nicht meditieren. Ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn dein Hax da oben ist. Weil das bei der Grappenstellung mal so gehört. Aber eben, nein, wo die schon mal mitmachen müssen. Hüppele. Ich hab dir doch von meinem Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder in meinem Kopf. Ist er jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Ja, das ist alles cool. Spürst du das Adrenalin? Was ist passiert? Geht's dir nicht gut? Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Vergiss die Alte. Du liebst sie nicht. Und weißt du warum? Weil du es nicht kannst. Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht.
Ich bin echt. Hast du Angst? Ja. Ich auch. Herzlich willkommen bei der Südwestzeitung. Sehr mutig, von der Hauptstadt in die Provinz. Ich bin gerade jemand eingezogen. Ich bin übrigens David. Ja. Robert Gretz. Hi. Hi. Ich habe da noch einen Schrank, ein Bett und einen Esstisch. Oder willst du vielleicht erstmal ein Bier? Dann nehme ich das Bier. Momentan gehen wir davon aus, dass der Täter aus dem Großraum Karlsruhe-Mannheim stammt. Du kannst nichts dafür. Das hätte jedem passieren können. Sind Sie Journalist? Ja, ich arbeite hier für die Südwestzeitung. Wieso? Ich verstehe das nicht. Die haben überhaupt noch gar keine Spur. Und dann ist das... Kannten die Tote? Wer ist die Frau, mit der du heute Morgen aus dem Haus gekommen bist? Wir müssen jetzt hinterher. Wer ist das? Du hältst dich da raus. Haben wir uns verstanden? Ich hänge da auch mit drin. Ahrens? Kommissar Wagner. Langsam. Das mit dir und dieser Frau ist vorbei. Was hast du ihnen gesagt? Die Wahrheit. Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Die habe ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werde euch alle mitnehmen nach Almania. Hier sieht's aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte und einige Riesenratten. Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh. Mo! Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche? Deutsche. Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Super. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir fahren alle zusammen, wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey, hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird. Was? Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum Anlass sagen würdest. Hey Angela, wo Problem? Ich komme aus dem Osten, du auch, wir beide Ossis. Oder vielleicht sollte ich besser singen.